Ich begrüße euch zum zweiten Teil der 411-Fallsammlung. Und falls sich doch jemand hierher verirrt, der sich fragt, 411, was ist das denn? Also, es geht hier um mysteriöse Vermisstenfälle, die vom Autor David Paulides zusammengetragen wurden. Und im letzten Video, also in dem ersten Teil der Fallsammlung, da habe ich auch eine Einleitung gegeben. Und falls ihr diese Einleitung noch nicht gesehen haben solltet, holt es bitte nach, damit ihr das Gesagte hier in diesem Video auch richtig einordnen könnt. Dann auch hier nochmal der Hinweis, diese Fallsammlung, das ist keine kritische Auseinandersetzung, sondern ich versuche, die Fälle neutral und mit eigenen Worten wiederzugeben, und zwar mit dem Informationsgehalt, mit dem sie auch in den Büchern beschrieben werden. Denn ihr sollt euch möglichst ein eigenes Bild machen, bevor ich selber wertend kommentiere oder meine eigenen Theorien äußere. Und diese Fallsammlung, die soll eben so ein bisschen repräsentativ sein. Genau deswegen versuche ich auch nicht irgendwie zu gruseln und vielleicht nur die mysteriösesten Geschichten darzustellen, sondern hier wirklich einen ungefähren Durchschnitt aufzuzeigen, also was die Leser wirklich erwartet, wenn sie die Bücher von Paulides aufschlagen. Gut, wie auch beim letzten Video findet ihr die Daten zu den Fällen in der Videobeschreibung. Und auch hier ist das Ganze eher wieder ein Hörbeitrag. Aber ich werde jeweils einige Symbolbilder zeigen, um zu veranschaulichen, wie die Landschaft so in etwa aussah, in der die Person jeweils verschwunden ist. Okay, jetzt geht's los mit dem zweiten Teil und den Fällen 16 bis 33. Fall Nummer 16. Hier geht es um das Verschwinden von James McCormick. Der Junge war 16 Jahre alt, als er am 5. Dezember 1961 am Larch Mountain im Bundesstaat Oregon verschwunden ist. Und die ganze Geschichte soll sich so zugetragen haben. Der Vater, der hieß auch James, wie sein Sohn. Und die beiden, die sind an diesem Tag mit ihrem Hund jagen gegangen. Und irgendwann, da hätte es plötzlich einen Wetterumschwung gegeben. Es setzte ein starker Regen ein und später begann es auch zu schneien. Die beiden Männer, die sind dann mit ihrem Hund erstmal in einen hohlen Baumstamm gekrochen. Die drei, die saßen dann dicht beieinander, um sich vor der Kälte zu schützen und haben dann hier die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen war das Wetter dann besser. Die beiden Männer wollten also zurück in die Stadt laufen, aber sie hatten sich verirrt. Der Vater ist dann mit seinem Sohn losgelaufen und beide haben versucht, sich irgendwie zu orientieren. Und dann ist etwas Merkwürdiges passiert. James Jr., der war plötzlich in einer Art Delirium. Und irgendwann, da war er selber nicht mehr in der Lage weiterzugehen. James Jr. war zwar erst 16 Jahre alt, aber er wog schon über 100 Kilo. Sein Vater hat es dann trotzdem geschafft, den Jungen noch über 3 Stunden zu tragen. Irgendwann, da hatte aber auch er keine Kraft mehr. Er hat seinen Sohn James Jr. dann abgelegt und hat gesagt, dass James hierbleiben solle, während er losgeht und Hilfe sucht. James Senior ist dann also erstmal alleine losgegangen. Nach einiger Zeit, da dachte er so etwas wie Autoscheinwerfer zu sehen. Er ist dann in die Richtung gelaufen und hat gehofft, Hilfe zu finden. Dann hat sich aber herausgestellt, dass es offenbar irgendetwas anderes war. Was genau dieses Licht war, das wird aber im Buch von Paulides auch nicht gesagt. James Senior ist also zurück zu seinem Sohn gelaufen. Und die Zeit seiner Abwesenheit, die betrug nur einige Minuten. Als der Vater dann wieder an der Stelle war, wo sein Sohn eigentlich hätte liegen müssen, da fehlte vom Sohn jede Spur. Der Vater suchte dann noch so etwa eine Stunde, aber er konnte James Jr. einfach nicht finden. Dann ist er losgegangen, um Hilfe zu finden. Der Mann ist dann einige Stunden herumgewandert, bis er schließlich irgendwann auf eine Hütte traf. Und von hier aus konnte er endlich Hilfe holen. In der Folge kam es dann zu einer sehr großen Suchaktion. Daran beteiligt waren unter anderem über 200 Männer der Freiwilligen Feuerwehr. Man hat also das gesamte Gebiet intensiv abgesucht. Und irgendwann hat man tatsächlich etwas gefunden. In der Nähe von der Stelle, wo James seinen Sohn zurückgelassen hatte, fand man ein Brillenetui, Strümpfe und Schuhe. Alles von James Jr. Man suchte dann noch den gesamten restlichen Tag. Und später fand man auch den leblosen James Jr. Der Junge lag unterhalb einer Klippe. Aber der Körper, der soll nicht so gewirkt haben, als wenn der Junge von dieser Klippe hinuntergefallen wäre. In der Zeitung war dann zu lesen, dass James Jr. an Unterkühlung verstorben wäre.
Ja, und Paulides bemerkt zu diesem Fall, dass er insbesondere diese vermeintlichen Autoscheinwerfer seltsam fände, die James Senior zu sehen glaubte. Und eingangs wurde ja auch der Hund erwähnt, mit dem die McCormicks unterwegs waren. Aber im weiteren Verlauf der Geschichte, da kommt er nicht mehr vor. Also ob der Vater diesen Hund bei seinem Sohn zurückgelassen hatte oder ob der Hund vielleicht mitkam auf der Suche nach Hilfe, das geht aus dem Buch von Paulides nicht hervor. Fall Nummer 17. Das Verschwinden des dreijährigen Harold King am 7. September 1936 in Washburn, Wisconsin. An diesem Tag sollte der kleine Harold seine Großeltern besuchen. In der Umgebung von Washburn, da gab es einige Sümpfe und ein paar Meilen entfernt auch einige sehr große Wälder. Ja, das Verschwinden selbst von Harold, das ist nicht genauer geklärt. Irgendwann sollen die Großeltern einfach bemerkt haben, dass Harold nicht mehr auf dem Grundstück war. Ja, man rief dann Hilfe und bereits einige Zeit später war der Sheriff mit Spürhunden vor Ort. Die Hunde, die hätten aber entweder keine Fährte aufnehmen können oder sich aber geweigert, Fährten zu verfolgen. Die ganze Suchaktion, die wurde dann auch ziemlich stark eingeschränkt. Ein Tag nachdem Harold verschwunden ist, hat es nämlich ziemlich starke Regenfälle gegeben. Und dieser Regen hat mögliche Spuren davon gewaschen. Man hat dann für 3 Tage gesucht. In der Nacht des 10. September, da hörten Nachbarn plötzlich ein Wehklagen. Und diese Geräusche, die kamen aus einem Sumpfgebiet. Und zwar fast 5 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Harold King verschwand. Die Nachbarn, die folgten dann diesem Wehklagen. Und nach einiger Zeit, da fanden sie mitten im Sumpf den vermissten Jungen. Harold hatte nur noch eine Windel an. Und in der Zeitung war später zu lesen, dass die restliche Kleidung wohl verloren gegangen wäre, als Harold durch Büsche lief. Die Kleidung selbst, die wurde niemals gefunden. Auch zu diesem Fall, da macht Paulides einige Anmerkungen, die nahelegen, dass er die offizielle Version anzweifelt. Zunächst wundert er sich, dass die Geräusche, die aus dem Sumpf kamen, als Wehklagen beschrieben wurden und nicht als Weinen oder Schreien. Außerdem könnte, so Paulides, ein Dreijähriger nicht so laut schreien, dass es kilometerweit zu hören wäre. Und auch die Meldung, die in der Presse zu lesen war, wird von Paulides bezweifelt. Er fragt sich zum Beispiel, woher die Reporter denn wissen wollen, dass die Kleidung von Harold durch Büsche zerfetzt wurde und nicht durch irgendetwas anderes. Tja, was genau mit dem kleinen Jungen passierte, das wurde nicht geklärt. Fall Nummer 18. Und das ist ein Sonderfall. Denn hier geht es um eine Geschichte, die von 2 anonymen Zeugen direkt an Paulides geschrieben wurde. Sie ist also in keiner Zeitung dokumentiert. Das genaue Datum des Vorfalls, das ist nicht bekannt. Aber Paulides sagt, dass es sich bei den Zeugen um ein Brüderpaar handelt, das in einem südlichen Bundesstaat auf einer Farm lebte. Eines Tages waren diese beiden Brüder auf der Suche nach einigen entlaufenen Kühen. Sie sind dann einen Fluss entlang gelaufen und plötzlich hätten beide ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl bekommen. Diese Umgebung, in der sie jetzt liefen, die kam ihnen auf einmal auch gar nicht mehr vertraut vor. Das Merkwürdigste war aber, dass plötzlich alle Geräusche verstummten. Es war mucksmäuschenstill. Die beiden Brüder, die waren natürlich ziemlich verunsichert. Sie sind dann erstmal weitergelaufen. Und nach einiger Zeit, da kamen die Geräusche dann langsam wieder. Die beiden Männer haben dann auch die Umgebung wiedererkannt. Und wie sich herausgestellt hat, waren sie die ganze Zeit über nur knapp 100 Meter von der Farm entfernt. Ja, aber das war nicht das einzig Seltsame. Als die beiden wieder am Haus ankamen, da stand draußen, in heller Aufregung, der Vater. Und der hat den beiden berichtet, dass die irgendwann verschwunden waren und auf Rufe auch nicht reagiert hätten. Irgendwann hätte der Vater dann mehrmals in die Luft geschossen. Also als Hinweis, dass die beiden Männer zurückkommen sollen. Aber die Brüder, die haben nichts davon mitbekommen. Sie haben nichts gehört. In ihrer Nachricht an Paulides, da haben die beiden Männer auch gesagt, dass dies das erste, aber bisher auch letzte Mal gewesen wäre, dass sie so etwas erlebt hätten. Auch vorher, da wäre niemandem aus ihrer Familie irgendetwas in der Art widerfahren. Das Gefühl bei diesem ganzen Erlebnis, das haben die beiden Brüder dann auch abschließend beschrieben.
Nach ihrer Aussage wäre das Ganze in etwa so gewesen, als wären sie durch einen Tunnel gereist. Fall Nummer 19. Das Verschwinden der zweijährigen Christine Woollett. Und zwar ist das Mädchen verschwunden am 12. Mai 1966 in Spokane im Bundesstaat Washington. Die Woollets, die hatten ein Haus so ein bisschen außerhalb von Spokane, und zwar umgeben von dichten Wäldern. An diesem Tag, da waren die beiden Eltern arbeiten und Christine, die war mit ihrem Babysitter allein zu Hause. Es war dann gegen Abend und Christine spielte noch draußen im Garten. Irgendwann wollte die Babysitterin dann nach Christine schauen. Dabei bemerkte sie aber, dass das kleine Mädchen verschwunden war. Wie lang genau Christine ohne Aufsicht war, das wird aber im Buch nicht gesagt. Auf jeden Fall war die Babysitterin natürlich in Panik. Sie hat dann einige Zeit gesucht und als sie das Mädchen nicht finden konnte, hat sie den Sheriff verständigt. Was dann folgte, war eine ziemlich große Suchaktion. Es waren Polizisten vor Ort, Mitarbeiter des Sheriffs und auch Feuerwehrmänner. Es gab dann so die Befürchtung, dass das kleine Mädchen vielleicht im Spokane River ertrunken wäre. Der war nämlich gar nicht so weit entfernt. Man hat dann also auch den Spokane River intensiv abgesucht, aber ohne Erfolg. Diese ganze Aktion, die hat sich dann bis in die Nacht fortgesetzt. Und irgendwann, so etwa gegen 3 Uhr am Morgen, da passierte dann etwas. Ein Helfer hat nämlich plötzlich ein Kinderweinen gehört. Diese Geräusche, die kamen aus der Dunkelheit. Die Suchmannschaften, die haben sich natürlich sofort auf dieses Gebiet konzentriert. Aber die kleine Christine war nicht zu finden. Es dauerte dann wieder ein paar Stunden und dann, so gegen 7:30 Uhr am Morgen, waren wieder Geräusche zu hören. Dann hat einer der Helfer nämlich von einem sehr steilen, abgelegenen Hügel ein Wimmern gehört. Aber dieses Wimmern, das hätte sich laut dem Sucher einfach nicht lokalisieren lassen. Man hatte natürlich auch dieses Gebiet sofort intensiv abgesucht, aber ohne Erfolg. Nach 3 Tagen wurde diese ganze Suchaktion dann eingestellt und Christine Woollett, die wurde niemals gefunden. Später hat sich der Sheriff dann gegenüber der Presse geäußert und seiner Meinung nach wäre Christine ertrunken. Aber eine Entführung könnte man eben nicht zu 100% ausschließen. Gut, auch zu diesem Fall macht Poleides abschließend eine Anmerkung. Er meint, wenn diese Rufe in der Nacht tatsächlich von Christine gekommen wären, dann hätten die Sucher das Kind definitiv gefunden. Und Poleides fragt sich, was wohl diese seltsamen Geräusche verursacht hätte. Nicht wer, sondern was. Fall Nummer 20. Das ist das Verschwinden des zweijährigen David Baumgarten. Verschwunden ist der Junge am 11. Mai 1938. Und zwar in Pine Knot am Big Bear Lake in Kalifornien. An diesem Tag, da war Leon Baumgarten mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn David auf Geschäftsreise. Die Familie, die war also am Big Bear Lake und besuchte dabei auch ein Geschäft in der Nähe des Sees. Und dabei ist der kleine David unter Umständen, die nicht näher bekannt sind, irgendwie einfach verschwunden. Die Eltern, die haben dann zunächst natürlich gesucht, aber sie hatten keinen Erfolg. Nach einiger Zeit haben sie dann den Sheriff verständigt. Was dann folgte, war eine große Suchaktion. Diese Suche, die war so ausgiebig, dass man sogar hoch bis in die verschneiten Hügel gesucht hat. Aber von David fehlte jede Spur. Es verging so ungefähr 30 Stunden, dann suchte der Vater Leon Baumgarten gerade alleine entlang einer alten Handelsstraße. Irgendwann wurde er fündig, da hat er nämlich im Schnee einige Fußspuren entdeckt. Der Vater, der ist daraufhin kniend in den Schnee niedergesunken und hat erstmal gebetet, dass er seinen Sohn am Ende dieser Spuren lebend finden würde. Diese Spuren führten einen Hügel hinauf. Der Vater ist also da langgelaufen und fand am Ende diese Abdrücke tatsächlich David. Der Junge lag im Schnee und zwar bewusstlos und mit dem Gesicht nach unten. Aber er war am Leben. Und abgesehen von einigen Kratzern, da ging es David eigentlich den Umständen entsprechend relativ gut. Dieser Fundort, der lag so etwa 6,5 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt. Und Poleides, der merkt abschließend an, dass dieser Fall doch etwas rätselhaft wäre.
Es würde nämlich überhaupt keinen Sinn machen, dass der Junge selbstständig bergauf und in eine viel kältere Region gewandert wäre. Fall Nummer 21. Das Verschwinden des 57-jährigen Eric Lewis. Und zwar ist der Mann verschwunden am 1. Juli 2010 am Mount Rainier im Bundesstaat Washington. Ja, und das hier, das ist ein Fall, bei dem die vermisste Person beim Klettern verschwunden ist. Aber Eric Lewis, der war laut Poleides kein gewöhnlicher Hobbykletterer, sondern ein Experte. Er hätte nämlich Berge auf der ganzen Welt erklommen und auch den Mount Rainier bereits 10-mal bestiegen. An diesem besagten Tag, dem 1. Juli, da war Eric mit 2 Freunden auf dem Berg klettern. Es herrschte gutes Wetter und die drei, die waren auf etwa 14.000 Fuß Höhe. Das war quasi direkt unterhalb der Spitze des Berges. Einer der Freunde ging am Kletterseil voraus und der andere hinterher. Als letzter der drei, da kletterte Eric Lewis. Irgendwann setzte ein starker Schneefall ein und die beiden Freunde, die vorausgingen, die konnten Eric gerade noch so erkennen. Die beiden haben noch mitbekommen, dass Eric sich am Seil einhakte. Die genaue Distanz zwischen Eric und seinen beiden Freunden, die wird aber nicht erwähnt. Das Wetter wurde immer schlechter und Eric, der war irgendwann nicht mehr zu sehen. Nach einiger Zeit bemerkten die beiden Freunde, die vorausgingen dann, dass das Kletterseil schlaff wurde. Das Ganze wirkte so, als wenn Eric sich ausgehakt hätte. Ja, und die beiden Freunde, die konnten halt wegen des schlechten Wetters erstmal nichts unternehmen. Die haben also abgewartet. Als das Wetter dann besser wurde, da sind sie wieder runtergegangen und haben nach Eric gesucht. Dabei fanden sie dann nach einiger Zeit eine Schneehöhle. In der Höhle, da lag das Klettergeschirr von Eric, der Rucksack und eine Schaufel. Dieses ganze Szenario, das wirkte so, als wenn Eric sich hier vor dem Sturm geschützt hätte. Aber von Eric selbst fehlte jede Spur. Und da der Sturm zuvor so heftig war, erkannte man leider im Schnee auch keine Spuren mehr. Ja, die Freunde, die haben sich dann an Ort und Stelle noch ein wenig umgesehen. Irgendwann sind sie hinabgeklettert und haben die Bergrettung verständigt. Was dann folgte, war eine 4-tägige intensive Suche. Mit daran beteiligt waren auch 2 Hubschrauber. Aber das brachte alles keinen Erfolg. Eric Lewis wurde niemals gefunden. Fall Nummer 22. Das Verschwinden des 17-jährigen Donald McDonald. Das Ganze passierte am 15. Dezember 1949 in der Black Snake Ridge in Walla Walla im Bundesstaat Washington. An diesem Tag, da wollte Donald mit seinem 21-jährigen Freund Jack Elche jagen. Die beiden liefen gerade einen Hügel lang und dann hat Jack plötzlich einen großen Elch gesehen. Er hat dann auf das Tier geschossen und der Elch, der lief verwundet davon. Und die beiden jungen Männer, die haben sich aufgemacht, die blutigen Spuren im Schnee zu verfolgen. Jack ging dabei voraus und Donald McDonald, der ging hinterher. Jack, der blickte zum Boden und konzentrierte sich darauf, die Spuren nicht aus den Augen zu verlieren. Irgendwann erreichte er das Tier und als er sich dann umdrehen wollte, um zu Donald zu sehen, da fehlte von seinem Freund jede Spur. Wie lang aber genau die Zeit davor war, die Jack sich nicht umgedreht hatte, das wird im Buch nicht erwähnt. Ja, Jack, der hat den Elch dann erstmal ausgeweidet und in das Basislager der beiden gebracht. Und dann hat er, laut Buch, erstmal 2 Tage nach seinem vermissten Freund gesucht. Diese Suche, die wurde aber direkt am ersten Tag ziemlich stark eingeschränkt. Es traten nämlich heftige Schneestürme auf. Nach diesen 2 Tagen, da ist Jack dann zurück in die Stadt gelaufen und hat den Sheriff gerufen. Was dann folgte, war eine große Suchaktion. An der Suchaktion beteiligten sich auch einige Privatpersonen, also Freunde von Jack und auch einige örtliche Farmer. Aber man fand absolut nichts. Keine Fußspuren, keine Kleidung und auch nicht das Gewehr von Donald. In dieser ganzen Umgebung, da gab es so einige verlassene Hütten. Und deswegen hatte man spekuliert, dass Donald wegen des schlechten Wetters vielleicht in einer der Hütten Schutz gesucht hätte. Aber auch das Untersuchen der Hütten brachte kein Ergebnis. Nach 7 Tagen, ohne die geringste Spur, hat man die Suche dann eingestellt. Was mit Donald McDonald an diesem Tag passiert ist, das wurde niemals geklärt. Fall Nummer 23. Das Verschwinden des 5-jährigen Jack Pike.
am 5. September 1935, und zwar im kanadischen St. Norbert in Winnipeg. An diesem Tag, da fuhr die Familie Pike in die Natur, um Heidelbeeren zu sammeln. Die Eltern parkten also gerade ihr Auto und der kleine Jake, der rannte sofort in einen Busch. Er war dann auch nicht mehr in Sichtweite. Aber nach einiger Zeit, da gab es so in etwa 100 Metern Entfernung einen sehr lauten Schrei. Und dieser Schrei, der kam offenbar von Jake. Die Mutter von Jake, die hat in Interviews der Presse gegenüber später gesagt, dass dieser Schrei so klang, als wenn irgendjemand Jake plötzlich den Mund zugehalten hätte. Dieser Schrei, der wurde nämlich mittendrin quasi erstickt. Die Eltern sind natürlich sofort zu der entsprechenden Stelle gerannt. Aber von Jake, da war absolut nichts zu sehen. Dann wurde der Sheriff verständigt und es folgte eine große Suchaktion mit über 2000 Helfern. Man suchte dann für die nächsten 4 Tage die gesamte Umgebung und auch den nahen Fluss komplett ab. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte man nichts gefunden. Dann aber hatte einer der Helfer die Idee, auf der anderen Flussseite zu suchen. Ja, und dort, unter einem Busch liegend, fand er den kleinen Jack. Dem Jungen ging's leider ziemlich schlecht. Er war bewusstlos und in einem kritischen Zustand. Man hat Jack also sofort ins Krankenhaus gebracht und er hat doch eine Transfusion vom Blut des Vaters erhalten. Und während das passiert ist, da soll Jack kurz aufgewacht sein, seinen Vater angeguckt haben und gesagt haben, "Hi, Daddy." Eigentlich dachten alle, dass es den Jungen dann wieder besser gehen würde und er gute Überlebenschancen hätte. Aber durch irgendeine unglückliche Wendung, wie David Paulides es nennt, hat sich der Gesundheitszustand plötzlich drastisch verschlechtert. Und einige Stunden später, da ist Jack leider verstorben. Später wurde dann bekannt gegeben, dass Jack nach 4 Tagen in der Wildnis einfach zu dehydriert und erschöpft gewesen wäre. Tja, und zusammenfassend, da sagt Paulides über diesen Fall, dass die Suchmannschaften schon extrem überrascht gewesen wären, dass Jake es irgendwie alleine über den Fluss geschafft haben muss. Außerdem wäre es seltsam, dass der Junge so weit von seinem Ort des Verschwindens entfernt war. Aber die genaue Distanz zwischen Ort des Verschwindens und Auffindeort, die wird im Buch von Paulides leider nicht genannt. Fall Nummer 24. Das Verschwinden der 24-jährigen Elsie Davis. Die Frau ist verschwunden am 30. Juli 1911 in Howhill im Bundesstaat Maine. Elsie arbeitete als Orgelspielerin in der örtlichen Kirche. Und an diesem Tag, also dem 30. Juli, da war sie morgens genau da und hat Orgel gespielt. Danach ist sie dann nach Hause gelaufen, zu dem Haus ihrer Familie. Und das Ganze, das war eine ziemlich abgelegene Gegend. Im Laufe des Mittags, unter Umständen, die nicht näher beschrieben sind, da ist Elsie irgendwie verschwunden. Und als die Eltern das bemerkten und ihr Kind nirgendwo finden konnten, da haben die dann Hilfe geholt. Was folgte, war eine riesige Suchaktion mit über 800 Menschen. Es wurde also das gesamte Gebiet komplett abgesucht. Und nach einiger Zeit, da fand man tatsächlich etwas. Da lag nämlich Elsies Kamm auf dem Boden und daneben sah man einige Fußspuren. Diese Spuren, die führten direkt in die Hügel hinter dem Haus. Dieses ganze Szenario, das sah doch recht verwirrend aus. Es wirkte nämlich so, als wenn die junge Frau einfach aus irgendwelchen Gründen in den Wald hineingelaufen wäre. Tja, und daraufhin hat sich die Suche dann in den Wald verlagert. Aber es gab absolut keine Spur. Über 800 Menschen haben erfolglos nach Elsie gesucht. Und dann, nach 3 Tagen, ist etwas Merkwürdiges passiert. Dann hat sich nämlich eine Hellseherin aus Portland gemeldet. Die hat einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief, da sagt die Hellseherin, dass Elsie tief im Wald wäre. Und die Sucher, die sollten nicht etwa auf den Boden schauen, sondern nach oben. Man hatte noch 2 Tage weitergesucht. Und dann wurde man fündig. So ungefähr 5 Kilometer vom Haus der Davis-Familie entfernt, da fand man Kleidungsstücke. Das Ganze war ein extrem unzugängliches Gebiet. Und genau hier lagen der Mantel, die Strümpfe und die Schuhe der jungen Frau. Die Sucher, die sind daraufhin natürlich noch weiter in den Wald hineingegangen. Nach einiger Zeit, da hört man plötzlich, wie ein Ast bricht.
Die Sucher blickten also nach oben und sahen, ungefähr 6 Meter über dem Boden, in einer alten Kiefer, Elsie. Ja, und die junge Frau, die war quasi fast unbekleidet. Außerdem hatte sie Fieber und sie konnte anscheinend nicht mehr sprechen. Als sie ihren Vater gesehen hat, da hat sie ihren Kopf erstmal an dessen Schulter gelehnt. Nach einigen Stunden hat Elsie dann langsam ihre Sprache zurückgewonnen. Sie wurde dann abends gefragt, was eigentlich passiert wäre. Und Elsie sagte, sie wüsste nur noch, dass sie in Richtung Wald gelaufen wäre. Alles andere hätte sie vergessen. Fall Nummer 25. Das Verschwinden von Janet Federer. Das Mädchen war 6 Jahre alt, als es am 29. September 1948 verschwunden ist. Und zwar ein paar Kilometer nördlich von Cheyenne im Bundesstaat Wyoming. Ja, an diesem Tag, da spielte die kleine Janet mit den beiden Hunden der Familie im Garten. Und diese Umgebung, in der die Familie Federer wohnte, das war eigentlich eine gut überschaubare, flache Umgebung. Irgendwann bemerkte die Familie, dass die kleine Janet verschwunden war. Und das Ganze, das wirkte ziemlich rätselhaft. Denn dadurch, dass die Umgebung relativ überschaubar war, konnte sich eigentlich niemand erklären, wie das Mädchen so schnell verschwinden konnte. Aber als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, fehlten auch beide Hunde. Die Familie, die hat natürlich sofort nach dem Mädchen gesucht. Aber es wurde nichts gefunden. Und auch die offizielle Suche, die begann, nachdem die Familie Federer um Hilfe bat, die hatte keinen Erfolg. In der Nacht, da ist dann plötzlich etwas sehr Merkwürdiges passiert. Da stand nämlich einer der beiden verschwundenen Hunde plötzlich im Garten der Federers. Man hatte dann natürlich gehofft, dass das Tier vielleicht zeigen könnte, wohin es mit dem verschwundenen Mädchen gelaufen wäre. Aber der Hund, der weigerte sich, das Gelände zu verlassen. Egal was die Familie Federer versucht hat, der Hund, der wollte partout nicht vom Grundstück hinunter. Am nächsten Morgen bekamen die Sucher, in diesem Fall, Unterstützung. Da sind nämlich 800 Männer von einer nahen Militärbasis aufgekreuzt. Und neben diesen Soldaten, da haben auch noch einige Farmer aus der Nachbarschaft mitgeholfen, Janet zu finden. Und einer dieser Farmer, der suchte mit seinem Flugzeug aus der Luft. Er war dann irgendwann so 15 Kilometer vom Haus der Federers entfernt. Dann bemerkte er in einem Flussbett einen großen Hund. Er ist dann gelandet und ist dahin gelaufen und hat nicht nur den Hund, sondern daneben auch Janet gefunden. Ja, und die kleine Janet, die war noch am Leben. Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und da hat man festgestellt, dass es dem Mädchen eigentlich den Umständen entsprechend sehr gut ginge. Also Janet hatte ein paar Blutergüsse, einige Kratzer und eine leichte Unterkühlung. Aber Schlimmeres ist hier zum Glück nicht passiert. Fall Nummer 26. Die 7-jährige Jill Hatch. Verschwunden am 2. November 1957 im Camp Scheideck in Kalifornien. Das Ganze passierte an einem Wochenende. Das Ehepaar Hatch, das wollte mit seiner kleinen Tochter Jill einen Ausflug machen. Und dieser Ort, Camp Scheideck, der lag ziemlich abgelegen. Und zwar am Fuß von einem Berg namens Rice Peak. Rice Peak ist so ungefähr 2 Kilometer hoch. Alles in allem war dieser Ort sehr abgelegen. Die Familie Hatch, die kam im Camp Scheideck an und hat ihr Lager in der Nähe eines Flusses errichtet. Am nächsten Morgen, da wollte der Vater von Jill angeln gehen. Das kleine Mädchen ist dann mit dem Hund hinterhergegangen. Irgendwann hat sich Jill dann mit dem Hund auf einen Felsen gesetzt. Der Vater ist noch so etwa 100 Meter weiter flussaufwärts gegangen. Er hat dann hier gestoppt und erstmal eine Weile geangelt. Nach einigen Minuten ist er zurückgegangen und wollte Jill abholen, aber seine Tochter war verschwunden und auch der Hund war weg. Mr. Hatch und seine Frau, die haben dann erstmal so 5 Stunden nach Jill gesucht. Und dann ist im Camp der Hund aufgetaucht, aber von Jill, da fehlte weiter jede Spur. Und dann haben die Eltern Hilfe geholt. Es folgte eine große Suchaktion, unter anderem mit der Beteiligung des Sheriffs und der Forstverwaltung. Aus der Luft suchten Flugzeuge und Helikopter und am Boden, da waren Reiter und Spürhunde im Einsatz. Diese ganze Aktion, die wurde aber ziemlich erschwert, denn fast zeitgleich mit der Suche, da setzte ein starker Schneefall ein. Man hatte die ganze Nacht hindurch gesucht, aber nichts gefunden. Und dann, nach ungefähr 28 Stunden, da ist man dann auf etwas gestoßen.
Da war ein Sucher, der nämlich fast auf dem Gipfel von Rice Peak. Und dort lag das leblose Mädchen. Jill hatte ihren Mantel um die Hüfte gewickelt und lag zusammengekauert im Schnee. Und dieser Auffindort, der war allen doch ein Rätsel. Erstmal war es so, dass Jill, um hierher zu gelangen, knapp 1000 Höhenmeter zurücklegen musste. Sie hätte über zwei Hügel gehen müssen und außerdem war der Ort, an dem sie gefunden wurde, der einzige weit und breit, der mit Bäumen bewachsen war. Die anderen Seiten des Berges und auch die gesamte Umgebung, die war eigentlich recht gut einsehbar. Ja, und Poleides bemerkt hier, dass das alles für ihn so überhaupt keinen Sinn ergebe. Jill war so ungefähr 8 Kilometer vom Camp ihrer Eltern entfernt. Und dem Mädchen hätte völlig klar sein müssen, dass dieser Weg eben nicht zu ihren Eltern führt. Wieso Jill bergauf und in das einzige Waldgebiet der gesamten Umgebung gehen sollte, wäre ein Rätsel. Fall Nummer 27. Das Verschwinden des zweijährigen Larry DeWayne Krebs. Am 30. März 1988. Am Lake Texoma im Bundesstaat Oklahoma. Der kleine Larry war mit seinem Vater auf einem Campingausflug. Die beiden, die waren gerade unterwegs und liefen am Ufer eines Flusses lang. Sie wollten nämlich Feuerholz suchen. Der Vater, der ging dabei so ein bisschen voraus und Larry, der war so etwa 10 Meter hinter ihm. Und der Abstand zum Ufer des Flusses, der soll so ungefähr 20 Meter betragen haben. Die beiden, die sind also parallel zum Ufer gelaufen. Und irgendwann, da hat der Vater sich umgedreht. Aber von Larry, da fehlte jede Spur. Wie lange genau der Vater sein Kind davor nicht gesehen hat, das wird aber im Buch von Poleides nicht gesagt. Jedenfalls war Larry verschwunden. Und der Vater, der war natürlich in großer Sorge. Es bestand ja auch rein theoretisch die Möglichkeit, dass Larry ins Wasser gefallen wäre. Aber der Vater, der hat später auch gegenüber der Presse gesagt, dass er absolut keine Geräusche gehört hat. Weder wie das Kind weglief, noch wie sich irgendjemand genähert hätte, noch ein Platschen, falls der Junge doch ins Wasser gefallen wäre. Es gab dann natürlich auch eine Suchaktion und dabei soll sich etwas sehr Bemerkenswertes ereignet haben. Poleides verweist hier auf einen Artikel des Daily Democrat und der besagt, dass die Suchmannschaften Fußspuren von Larry entdeckt hätten. Die hätten zu einer Pfütze geführt. Aber sie wären nicht wieder hinausgekommen. Man hat in der Folge zwar auch den Fluss komplett abgesucht, aber die ganze Aktion hatte leider keinen Erfolg. Der Vater hat einige Jahre später ein Medium kontaktiert und nach dem Verbleib seines Sohns befragt. Das Medium hat dann gesagt, dass irgendjemand Larrys Mund zugehalten und dann entführt hätte. Larry Krebs wurde niemals gefunden. Poleides sagt zu diesem Fall, dass er eine normale Kindesentführung eigentlich für ausgeschlossen hält. Erstmal wäre die Umgebung ziemlich abgelegen. Dass irgendjemand hier zufällig auf ein Kind warten würde, wäre also unwahrscheinlich. Dann hätte der mögliche Entführer auch extrem schnell und stark sein müssen, um Larry so schnell wegzuschaffen. Niemand hätte ja wissen können, wann der Vater sich umdreht und wie er reagiert. Alles in allem wäre dieser Fall schon sehr seltsam. Fall Nummer 28. Das Verschwinden des 12-jährigen Garrett Bardsley. Und zwar am 20. August 2004 am Cuberand Lake in Utah. Zu dieser Zeit, da machte Garrett mit seinem Vater Kevin gerade einen Campingausflug. Die beiden waren in einem Pfadfinderlager, das zu dieser Zeit auch besucht war. Die beiden, die sind morgens aufgebrochen und wollten zum See, um zu angeln. Und an dieser Stelle, da ist die Topografie ganz wichtig. Der See ist nämlich größtenteils durch Berge begrenzt. Und auf der Seite, wo es keine Berge gibt, da gibt es ein sehr steiles Gefälle. Und das Pfadfinderlager, das war nur so knapp 200 Meter vom See entfernt. Das heißt, sich hier zu verirren, das war nicht so leicht. Okay, Garrett und sein Vater, die sind also zum See gelaufen, um zu angeln. Der Vater hat dann die Angel vorbereitet. Und Garrett ist aus irgendwelchen Gründen abgerutscht und mit beiden Beinen im Wasser gelandet. Die beiden haben zwar noch so 15 Minuten versucht, irgendwas zu fangen, aber dann war Garrett zu sehr genervt von seinen nassen Strümpfen. Er hat also zu seinem Vater gesagt, dass er zurück ins Lager ginge und die Socken wechselt.
Er ist dann also losgelaufen zum 200 Meter entfernten Camp. Der Vater hat seinem Sohn noch etwas hinterhergeschaut und als Garrett dann schließlich hinter ein paar Bäumen verschwunden ist, die einzige Stelle des Weges übrigens, die mit Bäumen bewachsen war, da hat sich Kevin wieder umgedreht und weitergeangelt. Er hat dann eine ganze Weile gewartet und irgendwann wurde er stutzig, denn Garrett, der kam einfach nicht wieder. Dann ist der Vater ins Camp gelaufen und hat dort gefragt, ob irgendjemand seinen Sohn Garrett gesehen hätte. Das hat aber niemand. Der Vater ist also noch eine Weile rumgelaufen und hat gesucht und als er seinen Sohn einfach nicht finden konnte, hat er Hilfe geholt. Es wurde dann der Sheriff verständigt und der wiederum hat das FBI eingeschaltet. Die Suche nach Garrett, die wurde eigentlich vom ersten Tag an schon erschwert. Es brach nämlich ein heftiger Sturm über diese Gegend herein. Aber trotzdem wurde etwas gefunden. So ungefähr 800 Meter von der Stelle, an der Garrett zuletzt gesehen wurde, fand man auf einer Felsformation einen Strumpf des Jungen. Das war aber das Einzige, was jemals von Garrett gefunden wurde. Dieser ganze Vorfall, der war für alle schon sehr rätselhaft. Das Pfadfinderlager, das lag sehr abgelegen und die nächste Straße, die war über eine Stunde Fußmarsch entfernt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendjemand gelauert hätte und dann den Jungen entführt und vielleicht mit einem Auto weggebracht hätte, die wurde allgemein als sehr gering eingeschätzt. Man ging dann stattdessen davon aus, dass Garrett auf dem Weg zurück zum Camp einfach irgendwie die Orientierung verloren hätte. Der Junge wäre dann immer weiter weggewandert und irgendwann schließlich in der Wildnis verstorben. Dieses Szenario ergäbe aber laut Poleides überhaupt keinen Sinn. Denn, wie schon bereits erwähnt, wäre die eine Seite des Sees von Bergen begrenzt. Und auf der anderen Seite gäbe es ein steiles Gefälle. Das heißt, es wäre quasi unmöglich, sich hier zu verlaufen. Vor allem, da das Pfadfinderlager ja nur knapp 200 Meter entfernt war. Ja, dieser Fall, der steht im allerersten Buch von Poleides. Und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, da wäre dieser Fall laut Poleides in seinen Top 10 der mysteriösen, vermissten Fälle. Und wenn er irgendetwas aus diesem Fall gelernt hätte, dann, dass man seine Kinder in der Wildnis niemals aus den Augen lassen dürfte. Denn das Ganze wirke so, als wenn genau darauf irgendjemand warten würde und genau dann zuschlage. Fall Nummer 29. Die kleine Tochter von William Dunphy. Der Vorname und das Alter in diesem Fall, die sind unbekannt. Aber verschwunden ist das Mädchen am 2. September 1903. Und zwar in der Nähe von Ewing im Bundesstaat Montana. Dieser Vorfall, der war in der zeitgenössischen Presse zu lesen. Und damals, also 1903, da war es wohl noch üblich, die kleinen Kinder einer Familie nicht bei Vornamen zu nennen, sondern sie in der Presse über die Eltern zu definieren. Jedenfalls war in der Presse zu lesen, dass unter nicht näher genannten Umständen die Tochter von William Dunphy von einem wilden Tier davongetragen wurde. Um was für ein Tier es sich genau handelte, das war in der Presse aber nicht zu lesen. Jedenfalls folgte dann eine Suchaktion und der Vater des Mädchens, William Dunphy, der war auch daran beteiligt. Er war irgendwann in einem Waldgebiet und da entdeckte er eine Wolfshöhle. Er stand dann davor und wartete eine Weile, ob irgendetwas passiert. Als sich aber kein Tier zeigte, da ist er langsam hineingegangen. Und was er dann dort drin in der Höhle vorfand, das hätte ihn ziemlich schockiert. Da drin lag nämlich auf einigen Grasbüscheln eine Wölfin und neben ihr die Jungtiere. Und mittendrin die kleine Tochter von Mr. Dunphy. Das Mädchen hätte wohl versucht, vom Wolf gesäugt zu werden. Als sich Mr. Dunphy dann langsam näherte, hätte der Wolf einfach nur böse geguckt. Dunphy hat dann irgendwann seine Tochter behutsam genommen und ist langsam aus der Höhle hinausgegangen. In der Presse soll dieser Fall von unterschiedlichen Zeugen bestätigt worden sein. Fall Nummer 30. Der sechsjährige Richard Herman, genannt Dickie. Der Junge ist verschwunden am 30. August 1959, und zwar im Emigrant State Park in Oregon. An diesem Tag, da machte die Familie Herman einen Familienausflug, und zwar in die Wälder Oregons.
Der kleine Richard spielte dabei so gegen Mittag mit einigen anderen Kindern Verstecken. Und dann, unter nicht näher genannten Umständen, ist er irgendwie verschwunden. Die Eltern haben dann erstmal eine Weile nach dem Kind gesucht. Aber weit und breit gab es keine Spur vom sechsjährigen Richard. Dann wurde der Sheriff verständigt und eine offizielle Suche begann. Am nächsten Morgen, so etwa gegen 8 Uhr, da fand ein Mitarbeiter des Sheriffs etwas. Der Mann war auf einem Pferd unterwegs und ungefähr so 14 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Junge zuletzt gesehen wurde. Und dann entdeckte er auf einem Wanderweg den kleinen Richard. Der Junge war zwar ziemlich erschöpft und in Tränen aufgelöst, aber den Umständen entsprechend in sehr guter Verfassung. Ja, und um zu dieser Stelle zu gelangen, an der Richard gefunden wurde, da hätte er quasi kilometerweit durch Buschwerk und dichten Wald laufen müssen. Mehr Informationen nennt aber auch Poleides nicht. Fall Nummer 31. Das Verschwinden des 39-jährigen Sam Adams. Am 27. Oktober 1958 in den Chamberlain Mountains in Montana. An diesem Tag, da war Sam mit zwei Freunden jagen. Diese Region, in der sie unterwegs waren, die war extrem rau und abgelegen. Es gab hier jede Menge steile Erhebungen und auch einige tiefe Senken. Die drei Männer waren also gemeinsam jagen und dann, unter Umständen, die nicht näher bekannt sind, wurden sie irgendwie voneinander getrennt. In der Folge war Sam nicht mehr zu finden. Die beiden Freunde, die suchten dann noch eine Weile, aber von Sam fehlte jede Spur. Und noch am selben Tag, da meldeten sie ihn als vermisst. Dann folgte eine große Suche, unter anderem mit der Nationalgarde und dem Sheriff. Es halfen noch einige Jäger mit, die privat in der Umgebung waren. Zu diesem Zeitpunkt, da war man eigentlich noch guter Dinge, Sam lebend zu finden. Denn der Mann war bewaffnet, er hatte warme Kleidung dabei und außerdem Essen und Streichhölzer. Er war also gut ausgestattet. Man suchte dann erfolglos 17 Tage und dann wurde die ganze Aktion abgebrochen. In der Folge sind die beiden Freunde, die mit Sam unterwegs waren, aber an jedem freien Wochenende zurück in diese Region gekommen. Sie hatten nämlich weiterhin die Hoffnung, irgendwann ihren Freund zu finden. Und dann, so ungefähr 9 Monate später, am 12. Juli 1959, da fanden sie etwas. 2,5 Kilometer vom ursprünglichen Suchgebiet stießen die beiden Männer auf Knochen und Haarreste. Und daneben lagen einige Gegenstände von Sam. Das Gewehr, seine Schuhe, seine Geldbörse und einige zerfetzte Kleidungsstücke. Tja, und einige der Kleidungsstücke, die haben so den Eindruck erweckt, als wären sie halb verdaut gewesen. An den Schuhen des Mannes, da waren noch Kratzer zu sehen. Und es fehlten jeweils die Schnürsenkel. Das Gewehr, das gefunden wurde, das war in 3 Teile zerbrochen. Das Ganze wirkte so, als wäre Sam von irgendetwas angegriffen worden. Und tatsächlich fand man ringsrum einige Bärenspuren. Diese ganzen Gegenstände, die Anzeichen für einen Kampf, die waren insgesamt auf einen Umkreis von 15 Metern verstreut. Ja, und eben wegen dieser Umstände, was alles und wie es gefunden wurde, da haben die Ermittler eine offizielle Version vorgestellt. Zunächst wäre Sam auf einen Bären getroffen. Er hätte dann auf diesen geschossen und ihn verwundet. Der Bär, der hätte daraufhin aber auch Sam angegriffen und auch diesen verwundet. Sam wäre dann entlang eines Baumstamms gekrochen und hätte seine Schnürsenkel abgenommen, um damit seine Wunden abzubinden. Dann hätte er seine letzten beiden Patronen benutzt, um zweimal in die Luft zu schießen und eine Art Notsignal abzusetzen. Dann wäre aber der verletzte Bär wiedergekommen und der hätte Sam angegriffen. Der Mann wäre überrascht gewesen und hätte sein Gewehr als Keule benutzt, um sich zu verteidigen. Und dabei wäre die Waffe in mehrere Teile zerbrochen. Und am Ende, der hätte Sam den Kampf leider verloren. Der Bär hätte ihn dann an Ort und Stelle teilweise schon aufgefressen. Ja, und Poleides, der sieht bei dieser offiziellen Version ein gravierendes Problem. Laut verschiedenen Aussagen, zum Beispiel von seiner Frau,
Da wäre Sam Adams nämlich nicht nur mit einem Gewehr bewaffnet gewesen. Er hätte auch eine Pistole dabei gehabt. Und diese Handfeuerwaffe, die kam nirgendwo in der Erklärung der Polizei vor. Und man hat sie auch niemals gefunden. Aber das wäre nicht die einzige Merkwürdigkeit. Man fand nämlich auch noch den Gürtel von Sam und seine beiden Strümpfe. Wenn es aber so war, dass Sam von einem Bären angegriffen wurde, dann muss man sich, so Polleides, fragen, wie dieser Bär die entsprechenden Kleidungsstücke vom Körper lösen konnte. Beim Fressen, da täte ein Bär sowas nämlich kaum. Außerdem soll Sam auch noch ein Messer dabei gehabt haben. Und weshalb er dann sein Gewehr im Nahkampf benutzt haben sollte und nicht dieses Messer, das wäre schon sehr rätselhaft. Und auch wie dieses Gewehr in mehrere Teile zerbrechen konnte, das ist Polleides nicht klar. Er sagt, dass das schon eine ziemlich schwere Aufgabe wäre. Wirklich mehr Informationen nennt aber auch Polleides nicht. Also zum Beispiel, ob man Patronenhülsen fand oder Blutspuren. Ja, aber alles in allem, da blieben seiner Meinung nach in diesem Fall zu viele Fragen unbeantwortet. Fall Nummer 32. Das Verschwinden der 19-jährigen Carol Laughlin. Und zwar am 9. September 1979 in Camp Curry im Yosemite Nationalpark. Ja, und das hier, das ist so ein Fall, bei dem David Polleides behauptet, dass hier etwas vertuscht werden soll und der Nationalparkservice nicht möchte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. In diesem Fall, da hätte Polleides nämlich versucht, über den sogenannten Freedom of Information Act die Akten zu erhalten. Aber der Erhalt dieser Akten, beziehungsweise die Einsicht in diese, das wurde ihm verwehrt. Okay, also das Verschwinden von Carol soll sich so zugetragen haben. Die junge Frau, die war eine Angestellte in einem Souvenirladen. Dieser Laden, der stand im Yosemite Nationalpark. Irgendwann wäre Carol nicht mehr zur Arbeit erschienen. Die Frau galt aber eigentlich als sehr zuverlässig und deswegen haben sich die Freunde auch relativ schnell Sorgen gemacht. Sie wurde also als vermisst gemeldet und eine Suche begann. Man fand aber leider absolut keine Spur. Nach einiger Zeit hat der Chefermittler in diesem Fall dann ein Medium befragt. Das war eine Frau aus San Francisco mit dem Namen Kathleen Rhea. Und Rhea hat gesagt, dass Carol sich unter irgendeiner Art von metallischem Gitter befände. Aber auch dieser Hinweis brachte leider keinen Erfolg. Es dauerte noch etwas mehr als ein halbes Jahr. Und dann ist im April 1980 etwas passiert. Da waren nämlich zwei Kletterer in dieser Umgebung unterwegs. Die beiden haben dann etwas oberhalb einer Klippe Knochenreste und Kleidung gefunden. Ja, und kurz darauf haben sie dann die Ranger des Parks zu dieser Stelle geführt. Diese Stelle, die lag etwa so 120 Meter unterhalb eines Tunnels. Ein Seitenschacht dieses Tunnels, der führte direkt hierher. Und Carols Überreste, die lagen direkt unter einem Lüftungszugang des Tunnels. Dieser Platz, der war auch nicht unbekannt. Man hatte nämlich von hier aus einen ziemlich guten Blick auf die Natur. Es kamen immer mal wieder Menschen hierher, um ein bisschen was zu trinken und die Aussicht zu genießen. Ja, und deswegen fand man in dieser Umgebung auch einige leere Bierdosen. Ob die aber irgendetwas mit dem Verschwinden von Carol zu tun hatten, das wurde nicht geklärt. Man ging damals von einem Verbrechen aus und man hat auch in der Folge jede Menge Menschen befragt. Aber verhaftet wurde niemand. Und Polleides, der sagt auch, dass damals, also 1980, die Gitter zu dem Seitenschacht offen standen. Und deswegen konnte quasi jeder, der wollte, hier durch und zu der Stelle gelangen. Und Polleides, der sagt auch, dass diese Tunnelsysteme damals eventuell von Bären genutzt wurden, nämlich für den Winterschlaf. Aber wie gesagt, es wurde niemand verhaftet und dieser Fall wurde auch niemals aufgeklärt. Und der Umstand, dass wir überhaupt irgendetwas über das Verschwinden von Carol Laughlin wissen, das haben wir laut Polleides dem Autor und ehemaligen Parkranger Butch Farabee zu verdanken. Der hatte nämlich durch seine Arbeitsstellung Zugriff auf die Parkunterlagen. Und diese Unterlagen, die hat er für eines seiner Bücher auch benutzt. Ja, aber seitdem wird über diesen Fall geschwiegen und Polleides sagt, das Ganze wirke beinahe so, als würde der Parkservice nicht wollen, dass die Öffentlichkeit mehr Details erfahre.
Der 33. und damit letzte Fall dieser Fallsammlung. Hier geht es um das Verschwinden von Haley Sager. Sie war damals 6 Jahre alt, als sie am 29. April 2001 in Newton County in Arkansas verschwand. Und an dieser Stelle, da mache ich mal eine Ausnahme. Denn dieser Fall, der ist nicht aus einem der ersten 3 Bücher von Paulides, sondern aus dem 4., The Devil's in the Detail. Diese Fallsammlung, die soll ja auch so ein bisschen repräsentativ sein. Und hin und wieder kann es mal vorkommen, dass Paulides einen Fall vorstellt, der irgendwie so gar nicht zu den restlichen passen möchte. Genau so ein Fall ist das Verschwinden von Haley Sager. Und die Geschichte lautet so. Im April 2001, da wanderte die 6-jährige Haley mit ihren Großeltern in einem sehr abgelegenen Teil der Ozark-Berge. Es war so gegen Mittag und dann wollte das kleine Mädchen, das die Großeltern mit ihr, zu einem nahegelegenen Wasserfall gehen. Die Großeltern hatten darauf aber keine Lust und sie wollten, dass sie den Wanderweg weitergehen. Und Haley, die wurde dann bockig und wütend und als die Großeltern vorliefen, da hat sich das kleine Mädchen immer so ein bisschen zurückfallen lassen. Irgendwann haben sich die Großeltern dann umgedreht und bemerkt, dass Haley verschwunden ist. Die beiden haben dann erstmal so 1,5 Stunden nach ihrer Enkelin gesucht und dann Hilfe geholt. Dann folgte eine große Suche mit Beteiligung des Sheriffs, des Park Services und Spürhunden. Und aus der Luft, da suchten auch noch Helikopter mit Wärmebildkamera. Irgendwann hat einer der Hunde eine Fährte aufnehmen können und der hat die Sucher dann zu einer Straße geführt. Hier endete die Spur aber. Man dachte deswegen, dass Haley vielleicht in ein Auto gestiegen wäre. Es wurde dann noch für weitere 2 Tage gesucht. Und dann haben 2 Reiter etwas gefunden. Vor ihnen, an einem Bach, saß ein kleines Mädchen und ließ die Füße im Wasser baumeln. Und dieses Mädchen war Haley. Sie wirkte zwar etwas benommen und sie hatte auch einige Kratzer am Körper, ansonsten war sie aber in guter Verfassung. Tja, und der wirklich mysteriöse Teil, der begann erst, als Haley angefangen hat zu erzählen, was sie während ihres Verschwindens erlebt hatte. Zunächst sagte sie, dass sie die erste Nacht auf einer Klippe geschlafen hatte. Und diese Äußerung, die war für die Sucher schon so ein bisschen merkwürdig. Denn eigentlich hätten die Hubschrauber mit ihren Wärmebildkameras das Kind dann sehen müssen. Aber die wirklich seltsamen Äußerungen, die kamen erst noch. Und zwar meinte Haley, dass sie versucht hätte, in der rauen Umgebung über einige Felserhebungen zu klettern. Dabei wäre sie aber immer wieder abgerutscht. Und zwar so lange, bis sie Hilfe bekam. Von einem kleinen Mädchen mit braunen Augen und schwarzem Haar. Der Name dieses Mädchens, der wäre Alicia gewesen. Alicia hätte ihr geholfen, diese steilen Felsen hinabzuklettern. Sie wäre dabei vorgegangen und hätte aufgepasst, dass Haley nicht abrutscht. Und Haley sagte, dass die beiden Mädchen zusammen gesungen haben und sich Witze erzählten. Ja, als Haley dann gefunden wurde, da wäre Alicia einfach davongegangen. Diese Geschichte erzählte Haley später auch nochmal in einem Fernsehinterview. Als dieses Geschehnis dann in der Öffentlichkeit bekannt wurde, da hat man dann herausgefunden, dass es möglicherweise eine mysteriöse Verbindung gäbe. 23 Jahre bevor Haley verschwunden ist, wurde nämlich an genau dieser Stelle ein kleines Mädchen umgebracht. Der Name dieses Mädchens, der war zwar nicht Alicia, aber mit zweitem Vornamen hieß sie Alana. Und sie war fast 4 Jahre alt. Ja, das sind so ungefähr die Informationen, die Paulides zu diesem Fall gibt. Jetzt habe ich zwar gesagt, dass diese Fallsammlung eine neutrale Darstellung sein soll, ohne eigene Kommentare oder Meinungen von mir. Aber ich habe ja auch schon im ersten Teil eine Ausnahme gemacht. Da hatte ich ja einen Fall bzw. eine scheinbare Verbindung zwischen 2 Fällen, die es laut Paulides gäbe, kritisiert und gesagt, dass es diese Verbindung meiner Meinung nach bzw. meiner Recherche nach eben nicht gäbe. Ich möchte jetzt ganz gerne auch hier in diesem 2. Teil der Fallsammlung eine Ausnahme machen und einen Fall noch zusätzlich kommentieren. Und zwar diesen hier. Aber im Vergleich zum letzten Video möchte ich hier das Gegenteil machen und die Darstellung von Paulides nicht anzweifeln,
sondern mit weiteren Infos, die nicht im Buch enthalten sind, stützen. Okay, wenn man einen Fall überprüfen möchte, dann ist es natürlich besonders praktisch, wenn man auf Zeitungsartikel trifft und über diese weitere Infos erhält. Noch besser ist es aber, wenn die betroffene Person eines Falls sich selber äußert. Und genau das ist hier passiert. Also, Haley Sager ist im April 2001 verschwunden. 18 Jahre später, im Jahr 2019, da hat sie ein Radiointerview gegeben. Ja, sie hat die ganze Sache also nochmal erzählt und dabei doch einige sehr spannende Äußerungen gemacht. Zunächst sagt sie, dass alles wirklich genauso passiert wäre, also dass sie verloren gegangen ist, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich in der Umgebung fortzubewegen und auch, dass sie die Hubschrauber sah und, um auf sich aufmerksam zu machen, wie wild rumgeschrien hätte und auch Sand in die Luft warf. Okay, an dieser Stelle, da könnte man vielleicht schon diskutieren, ob es seltsam ist, dass der Operator, der die Wärmebildkamera bedient hat, das kleine Mädchen nicht gesehen hat. Der interessanteste Aspekt dieser Geschichte, der ist ja sowieso dieses kleine, ominöse Mädchen, das Haley gesehen hat. Ja, und in diesem Radiointerview, da sagt Haley, dass sie selber nicht wisse, was das Mädchen war. Und eigentlich wäre und ist sie auch immer noch eine Skeptikerin, die also nicht an Paranormales glaubt. Und irgendwie, da hätte sie einfach Schwierigkeiten, dieses Erlebnis einzuordnen. Auch jetzt noch, wo sie 23, 24 Jahre alt ist. Aber dieses Mädchen, Alicia, das wäre halt da gewesen. Und Alicia wäre quasi aus dem Nichts aufgetaucht. Sie hätte eine Taschenlampe oder irgendetwas, was die Umgebung erleuchtete, dabei gehabt. Und Alicia wäre 4 Jahre alt gewesen. Aber wie diese Information an Haley herankam, das weiß sie selber nicht. Sie sagt, sie wusste einfach irgendwie, wer da vor ihr steht. Aber die bemerkenswerteste Äußerung lautet so. Haley Sager meint, dass diese Alicia so ausgesehen hat, wie sie ausgesehen hat, weil es die beruhigendste Erscheinung für Haley war. Also, dass Alicia etwas war, das sich physisch manifestiert hat und eine Erscheinungsform gewählt hat, die auf ein kleines Mädchen nicht erschreckend wirken sollte. Haley hat in diesem Interview auch gesagt, dass sie die Umgebung, in der sie war, nicht kannte und dass sie zum ersten Mal hier war. Dieses ominöse Mädchen hätte sie dann mit ihrer Lampe zum Fluss geführt. Und zwar zu genau der Stelle, an der Haley später von den Reitern gefunden wurde. Ja, das ist die Geschichte. Also ich will jetzt selber auch gar nicht spekulieren, ob man das Ganze rein psychologisch erklären kann oder nicht psychologisch erklären kann, meine eigenen Theorien äußern. Das will ich jetzt gar nicht. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich diesen Fall wirklich extrem faszinierend finde. Und als ich das Radiointerview gehört hatte, da ist es mir wirklich so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen. Ich werde den Link zu diesem Interview auch in die Videobeschreibung packen, also unter dem entsprechenden Fall. Nummer 33, Haley Sager. Aber bitte bedenken, es ist auf Englisch. Gut. Das war der zweite Teil der 411-Fallsammlung.